Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Joel und in diesem Format werde ich eure Logos redesignen. Wer vielleicht gerade auch ein Logo designt oder vielleicht sogar ein Logo hat und dieses natürlich bewertet oder redesignt haben möchte, kann dieses gerne mir an folgende E-Mail-Adresse senden und mit etwas Glück werde ich dann im nächsten Video euer Logo bewerten und halt auch redesignen. Das Ganze ist natürlich nicht so zu verstehen, dass ich der absolute Logo-Experte bin, der natürlich alles weiß, wie jetzt das am besten aussieht. Es gibt natürlich immer verschiedenste Varianten, was man natürlich designen kann, um natürlich die perfekte Wirkung auf den Betrachter zu erzielen. Ich möchte generell bei diesem Format dazu anstoßen, eine Diskussion zu starten in den Kommentaren, wo man einfach vielleicht auch nochmal Feedback gibt zum Logo, vielleicht sagt, was man besser machen könnte und dass man einfach generell so einen coolen Austausch hat, wo man über das Thema Logo-Design spricht. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Wir haben jetzt lang genug geredet. Das heutige Briefing ist das Phoenix Gaming Logo. Kurzer Überblick. Phoenix Gaming ist eine Spielentwicklungsfirma, die sich auf die Erstellung von Minigames für Jugendliche spezialisiert. Ich werde mir jetzt hier einfach mal ein paar wichtige Sachen unterstreichen, die natürlich für die Logo-Entstellung von entscheidender Bedeutung sind, weil Logo-Designs designt man nicht einfach nur, dass sie schön aussehen, sondern letzten Endes ist es immer wichtig, dass das Logo-Design genau auf die Zielgruppe, für die es natürlich ist, zugeschnitten ist, damit natürlich das auch bei der den richtigen Effekt auslöst. Genau, also wir haben hier wirklich, das ist ein Gaming-Logo. Ich werde jetzt mir eine neue Ebene erstellen. Genau. Gaming-Logo für eine Spielentwicklungsfirma und es sind halt Zielgruppe sind Jugendliche und genau, unser Ziel ist es, durch kreative und fesselnde Spiele die Fantasie und das Geschick unserer jungen Spieler zu fördern. Es geht wirklich um Fantasie und Geschick der jungen Spieler. Unsere Vision ist es, die führende Plattform für jugendliche Spieler zu werden. Hier haben wir es auch wieder. Jugendliche Spieler, die nach aufregenden Innovationen und lehrreichen Minigames suchen. Wir möchten, dass unsere Spieler nicht nur unterhalten, sondern auch die Kreativität und das strategische Denken der Spieler fördern. Die Mission ist es, hochwertige, spannende und lehrreiche Minigames zu machen, die Jugendliche dazu anregen, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Also Ziel ist es wirklich, die Fähigkeiten der Jugendlichen zu verbessern und ihre Fantasie zu entfalten, wie es auch hier oben schon stand. Wir setzen auf die Kombination aus Spaß, das ist jetzt auch wichtig fürs Design, Bildung und Herausforderung, um dem Spielerlebnis unserer jungen Nutzer Mehrwert zu verleihen. Genau, wenn wir uns das Logo jetzt anschauen und das auf Grundlage des Briefings bewerten, sehen wir halt, dass bestimmte Punkte noch nicht berücksichtigt werden. Wir sehen, dass es hier zum Beispiel eine Font benutzt, die jetzt noch nicht wirklich für Spaß steht. Es ist mehr wirklich eine sehr moderne, eine futuristische Font. Hier würde ich dann dementsprechend die Font anpassen. Generell zur Font ist noch zu sagen, dass hier, finde ich, ein zu großer Gap zwischen der oberen und der unteren Linie ist. Hier könnte man das Ganze natürlich ein bisschen zusammenrücken, damit da nicht so viel Space ist und das Ganze so ein bisschen unabhängig wirkt. Das ist zum einen zu sagen, also ich würde wirklich auf eine spielerische Font setzen, die wirklich das ganze Thema Spaß suggeriert. Denn das Ganze ist ja für eine jüngere Zielgruppe und das Ganze hier sieht jetzt wirklich ein bisschen futuristisch aus. Genau, wie wir sehen, geht es hier auch um einen Phönix und die Idee war natürlich hier, dass das wahrscheinlich die Flügel vom Phönix sind. Das Ganze sieht jetzt noch ein bisschen zu spitz aus. Ich würde hier wirklich bei den Kanten würde ich mehr auf so Rundungen setzen, das Ganze hier ein bisschen abrunden, also sprich überall, wo so spitze Kanten sind, ein bisschen abrunden. Und aktuell erkennt man noch nicht hundertprozentig, dass es ein Phönix ist. Gerade jetzt für die jüngere Zielgruppe kann man schon gerne mit so Bildern arbeiten, dass man erkennt, dass es wirklich ein Phönix ist. Daher würde ich wahrscheinlich hier auch noch so eine Art Kopf reinsetzen, damit man dann halt auch wirklich erkennt, dass es ein Phönix ist, der vielleicht gerade seine Flügel ausbreitet. Generell zur Farbthematik ist zu sagen, dass das Ganze jetzt hier nur in Schwarz dargestellt ist. Ich fände es super gut, wenn man natürlich auch gerade in der Phönix-Thematik spricht man ja auch von Flammen, von einem sehr hellen Gelbton oder Orangeton. Ich würde sagen, dass man das da auch mit gut einfließen kann, damit das Ganze dann auch nochmal ein bisschen lebendiger und halt auch vielleicht ein bisschen spielerischer wird. Genau, ansonsten finde ich das Logo erstmal schon sehr cool. Ich finde es sehr cool, dass hier mit dieser Form gearbeitet wurde, die auch echt ein cooles Symbol ist und auch die Font, also die Anordnung, dass man Phoenix und Game untereinander macht,
Finde ich auch schon mal eine gute Idee, damit man nicht zu lang wird. Sonst, wenn man Phoenix Game jetzt in einer Linie schreiben würde, würde das Ganze natürlich zu lang werden. Ja, das war jetzt erstmal hier zu diesem Logo-Briefing und ich würde sagen, wir springen dann jetzt direkt in die Datei rein. So, nun sind wir jetzt in Illustrator und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit dem Prozess. Also, als allererstes würde ich einfach mal eine andere Font wählen. Ich hatte im Vorfeld schon mal so ein bisschen Recherche betrieben, was generell für Fonts vielleicht auch Sinn machen würden, damit ihr jetzt hier auch nicht zu lange warten müsst, wenn ich hier durchscrolle und die ganzen Fonts, sagen wir mal, durchsichte. Ich hatte hier eine Marvin-Font, das ist quasi diese Font hier, die ich sehr gut fand, weil sie halt einfach so spielerisch und sehr kreativ ist, weil bei dem Briefing stand ja auch drin, dass es wirklich auch die Kreativität der jungen Spieler fördern soll und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Mischung aus wirklich Spaß und Kreativität und sieht natürlich auch noch spielerisch aus. Genau, das ist jetzt zum Beispiel die Font, die ich hier wählen würde. Aktuell das Spacing von der oberen Linie zur unteren Linie ist noch ein bisschen hoch, deswegen würde ich das Ganze schon ein bisschen noch anpassen. Das würde ich jetzt erstmal hier so stehen lassen und ich würde mich im nächsten Schritt einfach mal wirklich um das Symbol kümmern. Ja, wie wir schon anfangs erwähnt haben, fehlt mir jetzt hier zum Beispiel noch, dass man wirklich erkennt, dass es ein Phönix ist. Deswegen würde ich jetzt hier auch mit einem Kopf beginnen. Ich würde jetzt hier einfach mal einen Kopf einzeichnen, der letzten Endes dann suggeriert, dass es hier wirklich auch ein Phönix ist. Genau, ich habe jetzt hier einfach mal zwei Dreiecke gegenübergestellt und die dann miteinander kombiniert. Ich finde, dass man gerade mit so einer Form eigentlich schon relativ gut zeigt, dass es vielleicht sich um einen Phönix handeln kann. Es ist natürlich auch noch irgendwo eine abstrakte Natur. Es ist jetzt nicht ein wirklich detailliert ausgearbeiteter Kopf, aber das braucht man jetzt auch nicht, weil generell die vorherige Form ist ja auch wirklich ein Shape, der halt auch ein bisschen abstrakter Natur ist. Und ich denke, das passt sehr gut. Genau, zum Beispiel so könnte das dann aussehen. Wir könnten das Ganze noch ein bisschen abrunden, aber dazu würde ich, glaube ich, das Ganze auswählen und dann einfach generell einen bestimmten Radius nehmen, der das Ganze ein bisschen abrundet. Wir sehen hier, das sieht so schon mal ganz gut aus. Wichtig ist, dass wir das Ganze ein bisschen abrunden, weil das Ganze natürlich wirklich ein bisschen freundlicher wirken soll. Spitze, Ecke, Kanten wirken halt immer ein bisschen aggressiver und natürlich sollte es natürlich für die Zielgruppe passen, nämlich junge Menschen. Ja, so sieht das schon mal erstmal ganz gut aus. Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen rumspielen. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen spielerischer aufbereiten, indem wir einfach mal vielleicht da eine Outline nehmen und nicht einfach das gefüllt lassen. Ungefähr in so einem Stil. Das Ganze mache ich hier für den Kopf auch nochmal. Ja, nachdem wir jetzt wirklich die Outline des Logos kreiert haben, möchte ich das Ganze natürlich auch noch mit Farbe füllen. Vielleicht halt mit diesem gelben Farbverlauf, gelb zu orange, damit das Ganze natürlich auch ein bisschen aussieht wie ein Phönix. Wir haben jetzt aktuell hier diese Form. Diese Form werde ich jetzt einmal nochmal wirklich in diese Fläche umwandeln und halt natürlich, was die Farbe angeht, ein bisschen anpassen. Ich würde sagen, jetzt vielleicht in so einen Ton hier. Im Anschluss werde ich jetzt hier noch einen Border Radius machen. Ich würde sagen, so auf 6 Punkt. Genau, aktuell sehen wir hier noch bei dem Logo, dass es sich hier wirklich um eine Kontur handelt, an dieser Linie. Wir möchten das Ganze natürlich in einer Fläche haben, damit wir das natürlich auch unendlich groß skalieren, weil wenn ich das jetzt hier so klein skaliere, dann sehen wir, dass irgendwann sich das nicht proportional verhält. Deswegen wandeln wir das Ganze um. Wir gehen hier, wählen die Form aus, dann hier rechts auf Strichkontur erstellen und dann wird das Ganze natürlich zu einer Fläche und wir können es halt auch skalieren, ohne dass es nachher wieder nicht proportional sich verhält. Ich würde sagen, das sieht schon mal relativ gut aus und das Logo setze ich jetzt mal neben die Font. Jetzt müssen wir mal nochmal so ein bisschen schauen, wie die Font sich am besten zu der Bildmarke verhalten sollte. Dementsprechend werde ich jetzt im nächsten Schritt die Font auch einmal in eine Fläche umwandeln. Dafür gehe ich auf das T und dann auf Text Fahrt konvertieren. So ist jetzt auch die Schriftart zu einer einzelnen Fläche geworden und nicht zu einem Text. Das hilft uns nachher, das dann auch wirklich perfekt auch anzuordnen und halt auch perfekt zu skalieren. Ja, nachdem ich das Ganze angepasst habe, finde ich, wirkt das Ganze jetzt schon ein bisschen freundlicher und es passt jetzt auch wirklich zur Zielgruppe für die jungen Menschen, die generell auch ein bisschen Kreativität und was Spielerisches machen. Ich finde, das Logo unterstreicht es
deutlich mehr als das hier oben. Ihr könnt da natürlich auch mal sehr gerne euer Feedback zu abgeben, wie ihr das Logo findet und ob ihr noch generelle Anmerkungen habt, was ihr vielleicht besser oder was ihr anders machen wollen würdet. Ja, ich würde sagen, das ist das fertige Logo erstmal. Das kann man natürlich noch weiter spezifizieren und natürlich perfektionieren. Aber ich denke, das reicht jetzt erstmal, um zu zeigen, wie ich dieses Logo anpassen würde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, und wenn ihr natürlich auch weitere Logos habt, die designt werden sollen oder redesignt werden sollen, könnt ihr natürlich mir gerne mit einem kurzen Briefing dieses anfolgen.